Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, welche Filme 2022 ins Kino kommen, die ich wirklich mit Spannung erwarte, wo ich denke, die könnten ziemlich, ziemlich gut werden. Dann starten wir doch einfach mal mit den Superhelden bzw. Superschurken. Was kommt dieses Jahr ins Kino? Ich freue mich wahnsinnig auf Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Spider-Man hat schon gezeigt, dass da einiges Großes auf uns zukommen wird. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf den Film und was da so alles passiert. Ich denke, das wird das ganze MCU nochmal so richtig durcheinander wirbeln. Außerdem kommt noch Morbius. Ich finde, gerade bei Superheldenfilmen fehlt es ein bisschen an Düsternis und so. Deswegen freue ich mich richtig auf den Vampir, den Sony uns dieses Jahr in die Kinos bringen wird. Und wo wir schon bei Düster sind, kommt natürlich auch noch The Batman, diesmal gespielt von Robert Pattinson. Die Trailer waren wahnsinnig gut, fand ich. Wieder richtig schön dark. Und diesmal geht es endlich mal nicht um nochmal einen neuen Joker, sondern um den Riddler. Deswegen hoffe ich, dass da mal ein bisschen was anderes kommt. Sah auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, für Fans von Musik, wie ich einer bin, kommt natürlich noch das Biopic von Elvis ins Kino. Ich bin mal echt gespannt. Ich kenne nämlich die ganze Geschichte des Kings nicht so wirklich im Detail und hoffe, dass der ganz cool wird. Vielleicht irgendwie so ein Nachfolger von Bohemian Rhapsody wird bloß halt eben als Elvis. Für mich als Rock'n'Roll-Fan natürlich was Besonderes. Ich denke, viele da draußen könnte das auch ziemlich interessieren. Dann für Fans von Spaß oder Trash, sage ich jetzt mal, wie ich einer bin, kommt Jackass Forever. Ich weiß, viele würden es wahrscheinlich kopfschüttelnd vor dem Bildschirm sitzen, aber so einfach mal Hirn aus und Spaß haben war für mich früher, als ich ein bisschen kleiner war, einfach fand ich Jackass schon immer ziemlich cool. Deswegen mal schauen, ob Jackass Forever jetzt der letzte Film dieser Reihe ist, aber ich freue mich einfach mal drauf, einmal ins Kino zu gehen, Hirn aus und einfach abschalten und lachen. Muss auch mal sein. Außerdem, einer der meisterwartesten Filme für mich, auf jeden Fall Kung Fury 2. Also wer Kung Fury auf YouTube noch nicht gesehen hat, hat definitiv einen richtigen Instant-Klassiker verpasst. Also den unbedingt angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich wahnsinnig auf Kung Fury 2, diesmal anscheinend sogar im Kino mit weiteren namhaften Schauspielern. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wird wieder absolut eine Trash-Granate werden. Und natürlich dürfen auch Horrorfilme nicht fehlen. Ich bin mal gespannt. Halloween Ends kommt ins Kino, sozusagen der dritte Teil, der sozusagen das Ende dieser einen langen Halloween-Nacht zeigt. Und nachdem ich den letzten relativ durchwachsen gefunden habe, hoffe ich ja irgendwie trotzdem noch, dass es noch auf ein richtig gutes Finale zusteuert und einfach ein gutes Ende nimmt, nochmal am Ende nochmal so richtig auftritt und alles zeigt, was es kann, dieses Franchise. Und bin ich richtig, richtig gespannt drauf, wie man das Ganze enden lässt oder vielleicht auch doch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich werden hier noch weitere zwei Filme gestanden, und zwar Quiet Place 3 und Mission Impossible 7. Die wurden es aber leider wieder um ein Jahr verschoben. Die großen Studios haben gerade leider ziemlich Angst, wegen der Pandemie auf ihren Kosten sitzen zu bleiben. Ist schade, gucke ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal an. Und bevor ich das Video jetzt gleich beende, noch ein kleiner Reminder, bitte unterstützt die Kinos in eurer Umgebung. Die haben es wegen Corona ziemlich schwer. Einige Kinos sind sogar schon geschlossen. Ziemlich schade, wie ich finde. Ich hoffe, das ist ein Stück Kultur, das uns nicht verloren geht über die Pandemie. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, ins Kino zu gehen und die Kinos zu supporten, dann bitte ich euch, das auch zu tun. Ich denke, da haben wir alle was davon. Schreibt doch bitte unten in die Kommentare, auf welche Filme ihr euch am meisten freut dieses Jahr. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und damit sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. So, das war's von meiner Seite aus. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und falls euch das Video nicht gefallen hat, dann schaut es bitte nochmal in 1,25-facher Geschwindigkeit an. Das war's von mir soweit und bis zum nächsten Mal. Ciao.